Designerin, individuell und selber gemacht. Ihr braucht Aluminiumdraht ca. 1 mm im Durchmesser, etwas Rundes, um die Ringschiene zu biegen. 6 Perlen in verschiedenen Größen. Ich habe 4, 6, 8 und 10 mm benutzt. Einen Seitenschneider, ein Lineal, eine Flachzange und Malerkrepp. Um die Größe zu bestimmen, misst ihr den Innendurchmesser eines gut sitzenden Ringes. Anhand der Tabelle könnt ihr jetzt herausfinden, wie lang eure Ringschiene werden muss. Sie entspricht dem Innenumfang in Millimetern. Von eurem Aludraht schneidet ihr jetzt 3 Stücke ab und zwar mindestens 15 cm lang. Ihr nehmt nun ein Stück Malerkrepp und klebt damit die Enden der 3 Drahtstücke zusammen. Nun verflechtet ihr den Draht, beginnt aber erst in mindestens 3 cm Abstand von den Drahtenden. Ihr flechtet jetzt so lange, bis ihr euren Innenumfang in Millimetern erreicht habt. Dann biegt ihr die Ringschiene um euer Hilfsrund und verdreht je 2 Drähte jeder Seite miteinander. Nun gebt ihr auf jeden Draht je eine Perle und fixiert diese ebenfalls durch Verdrehen des Drahtes. Nehmt auch gerne die Flachzange zur Hilfe. Die Perlen nach eurem Wunsch ausrichten und fertig ist ein wunderschöner Designerring. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln und vielen Dank fürs Zuschauen. Kuss und Gruß, eure Ann-Christine.